Freundinnen und Freunde der Sterne, diese Woche kann es ein Umdenken geben. Kommunikationsplanet Merkur wird nämlich rückläufig. Klar, das bringt auch häufig Planänderungen und Missverständnisse mit sich. Aber vielleicht denken wir auch in eine ganz neue Richtung und sehen Dinge aus der Vergangenheit nochmal in einem neuen Licht. Was Liebesgöttin Venus dazu beiträgt, worauf wir uns freuen können und wo wir aufpassen müssen, das schauen wir uns jetzt im Wochenhoroskop genauer an. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologiekanal und Podcast mit den Tendenzen vom 5. bis zum 11. August. Die Woche beginnt noch relativ ruhig, aber zum Wochenende hin wird schon spürbar, dass sich die nächste Challenge zusammenbraut. Dann könnte es wieder zum kosmischen Krach kommen und dabei ist Jupiter maßgeblich beteiligt. Unser kosmischer Wohltäter könnte sich dann in einen blitzeschleudernden Donnergott verwandeln. Wenn ihr wissen wollt, welche Rolle Jupiter zurzeit in eurem privaten Horoskop spielt, ob er euch Glück bringt oder Zorn, dann würde ich euch unseren großen Jupiter-Report ans Herz legen. Den gibt es jetzt mit 20% Sommerrabatt unter dem Rabattcode SOMMER248. Und könnt ihr hier über die Infokarte bestellen und unten in der Videobeschreibung. Die 32. Kalenderwoche beginnt gleich mit zwei wichtigen Ereignissen. Am Montag wird Merkur rückläufig, der ja jetzt in der Jungfrau steht. Wusstet ihr, dass unser Denkplanet während dieser sogenannten stationären Phase, also wenn er scheinbar die Richtung wechselt, eine besonders kluge und starke geistige Kraft entwickelt? Ja, er wird zwar rückläufig, aber bevor die chaotische Zeit beginnt, gibt es erstmal ein paar richtig starke Tage für gedankliche Inspiration, nämlich bis circa zum 9. August. Auch in der Liebe bekommen wir durch die Venus eine ganz neue Energie. Sie geht in die Jungfrau und da steht sie vielleicht nicht so dramatisch und leidenschaftlich wie vorher im Löwen, aber auf eine fürsorgliche Art sehr charmant. Die venusischen Kräfte der Liebe treffen nämlich nun auf ein gut entwickeltes Körper- und Gesundheitsbewusstsein und den Wunsch, zu heilen und zu helfen. Und so kann die Zeit mit Venus in der Jungfrau sehr schön sein, um sich oder anderen etwas Gutes zu tun. Man möchte sich auf gesunde Weise verwöhnen und versteht, dass ein gesunder und gepflegter Körper der Tempel der Seele ist und dass Liebe oft auch was mit Hilfsbereitschaft und Fürsorge zu tun hat. Die Kehrseite kann sein, dass man in Beziehungen gelegentlich zu pingelig ist oder sich zu viele Sorgen macht, dass etwas schiefgehen könnte. Wenn die Venus vom selbstbewussten Löwen in die kritische Jungfrau geht, kann das auch erstmal ein bisschen ernüchternd wirken. Aber zuerst wird sich Venus in der Jungfrau von ihrer positiven Seite zeigen, denn sie trifft sich mit Götterbote Merkur, der ja seine Rückläufigkeit begonnen hat. Das gibt uns die Gelegenheit, falls es zu einem Zerwürfnis gekommen sein sollte, nochmal innezuhalten, was geschehen ist, Revue passieren zu lassen und es liebevoll zu klären. Der rückläufige Merkur ist nämlich gut geeignet, um Vergangenes nochmal aus einer neuen Perspektive zu betrachten und zu überdenken. Donnerstag, der 8. August, ist hier ein besonders guter Tag. Dann steht zugleich der Mond in der diplomatischen Waage. Das ist immer günstig, um heikle Themen freundlich anzusprechen und zum Beispiel um Versöhnung zu bitten. Allerdings wird dabei auch die wilde Lilith aktiviert und die wird dafür sorgen, dass bei Gesprächen Fairness herrscht und dass wir nicht einfach um des lieben Friedens willen nachgeben, sondern wirkliche Klärung anstreben. Das ist eine sehr interessante Konstellation. Meldet mir doch mal hier zurück, wie ihr das erlebt. Die chaotische Phase mit Merkurs Rückläufigkeit beginnt ungefähr am 9. August und dauert dann bis zum 28. Und nun gibt es einiges zu beachten. Es kann passieren, dass man aneinander vorbeiredet, dass sich Pläne ändern. Bei Verhandlungen können die Partner ihre Meinung ändern oder es fehlen noch entscheidende Details. Deshalb wird astrologisch immer davon abgeraten, unter rückläufigem Merkur wichtige Anschaffungen zu machen oder Verträge abzuschließen. Aber das lässt sich ja nun nicht immer umgehen. Wenn ihr also trotzdem etwas unterschreiben oder kaufen müsst, dann lest euch das Kleingedruckte besonders gründlich durch und scheut euch auch nicht, bei strittigen Bereichen nochmal nachzufragen. Und bei mündlichen Zusagen wäre der Tipp, nochmal per Mail zu bestätigen, was gesagt wurde, dann hat man es nämlich schriftlich. Doch der rückläufige Merkur hat auch seine guten Seiten. Das Denken ändert dann gewissermaßen die Richtung. Und vielleicht sehen wir nun eine Angelegenheit,
die uns schon länger beschäftigt, in einem neuen Licht oder wir erkennen Zusammenhänge, die wir vorher so noch nicht gesehen haben. Am Wochenende solltet ihr euch nicht wundern, wenn eine gewisse Anspannung in der Luft liegt, denn die nächste Challenge mit Mars baut sich auf. Neben Krieger Mars sind aber diesmal auch Wachstumsplanet Jupiter und Blockadeplanet Saturn beteiligt. Es könnten schon die ersten Diskussionen aufkommen, bei denen es darum geht, wer Recht hat und was wahr ist, vielleicht auch in der Politik. Am Samstag könnten in Beziehungen auch Themen aus der Vergangenheit aufkommen, die uns triggern. Dann aktiviert der Mond erst Chiron, den verwundeten Heiler, und anschließend den durchdringenden Pluto. Es ist also vielleicht keine gute Idee, am Samstagabend noch ein Grundsatzgespräch anzufangen, wenn ihr eigentlich ausgehen und Spaß haben wolltet. Für tiefschürfende Gespräche in einer geschützten Atmosphäre ist der Sonntag geeignet. Die Stimmung ist dann gut, um etwas zu klären oder auch, um sich mal wieder bei guten Freunden zu melden, mit denen man schon länger nicht mehr gesprochen hat. Nutzt diese günstigen Momente, um eure Beziehungen zu festigen und nochmal in Kontakt zu gehen, denn in der nächsten Woche geht's kosmisch mal wieder richtig zur Sache. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen in der 32. Kalenderwoche. Wenn ihr wissen wollt, wie der Monat sich für euer Sternzeichen und euren Aszendenten entwickelt, dann schaut in das große Monatshoroskop für den August. Das gibt's auch zum Nachhören als Podcast. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.